Einen wunderschönen guten Tag, moin. Wir machen heute Seduction. Ja, die Seduction ist wohl die Zigarre, hier sieht man sie nochmal, die wir auf dem Markt in Deutschland hatten und die überhaupt nicht gelaufen ist. Ja, das war jetzt ein bisschen unschön. Und dann haben wir die als Kiste vom Markt genommen und die war noch in dem Godzilla-Sampler drin und alle haben gefragt, oh, die Seduction, warum gibt es denn die nicht mehr? Die war so toll. Und hier so die Verkaufszahlen nochmal angeguckt, so, okay, aber gut, jetzt gibt es das wieder. Und zwar in der Viererpackung, im Robusto-Format, da ist sie, von Gurkha. Gurkha Seduction. Eigentlich ein Klassiker von Gurkha, was eher leichtes, mildes. Nochmal zu Gurkha, 1887 gegründet. Von Engländern in Indien zu Ehren der Krieger aus der Stadt Gurkha in Nepal, die als besonders gute Spezialeinheit gegolten haben und gelten und heute noch dort auch in England, in Großbritannien eine Spezialeinheit darstellen. Und nach denen ist diese Zigarrenmarke 1887 gegründet. Ja, wechselhafte Geschichte. Kaiser Hans Sozia war ja der Letzte, der die Marke dann hatte, 30 Jahre lang. Und hat die an den Jim Colucci verkauft, 2019. Und der hat jetzt die Führung. Jim Colucci ist der Mann, der hinter Syndicato steht. Die Marke leider in Deutschland nicht auf dem Markt. So, jetzt kommen wir aber zu dem, was wir eigentlich heute machen wollen. Nämlich Seduction. Und ich habe mir gedacht, ich kenne die Zigarre ja schon ganz gut. Ich nehme mal wieder den Select Draw dazu. Das kann nicht schaden. Was mal wichtig ist beim Select Draw, also ich zum Beispiel, ich lege gerne einmal drüber, damit ein bisschen feuchter ist. Und dann genau hinschauen, sauber rein in die Mitte, möglichst den mittleren Dorn in die Mitte. Und nicht weiter wie so. Also man sieht, die gehen nicht ganz rein. Das sollen sie auch nicht. Und das Ganze machen wir dann noch einmal zum Fünfer praktisch. Und damit ich ein bisschen gleichmäßiger einen Zug habe, mache ich einen Siebener draus. Und aus der Sieben einen Neun. So. Passt. Machen wir raus. So sieht das Ganze jetzt aus. So, zu der Zigarre, die wir haben, die Seduction, die hat dann ein wunderschönes Deckblatt aus Ecuador aus dem AZ-Samen gemacht. Vielleicht, dass man es nochmal sieht. Ja. Von vorne nochmal ran. Das ist kein Schimmel, das sieht so aus. So. Da sieht man es gut, ja. Dann das Umblatt ist ein dominikanisches Olor. Der Olor ist ein Urtabak der Dominikanischen Republik, also nichts, was gezüchtet ist, nichts, was gemacht ist, nichts, was gebastelt ist, sondern wirklich ein Urtabak und der gilt als sehr milde und sehr leicht. So, jetzt haben wir einmal den Ecuador-Tabak drin. Ecuador gilt ja eh dadurch, dass auf der, in dem Land, da wo der Tabak wächst, in dem Tal fast nur Schatten herrscht, also jetzt kein Sun-Crown gemacht werden kann im Großen und Ganzen, gilt Ecuador eh als leichtes Tabakland. Das heißt, wenn irgendwas Besonderes dabei steht, dass man doch ein Plätzchen gefunden hat, wo man Sunground machen kann oder wo man Ligero machen kann, dann kann man davon ausgehen, Ecuador ist immer eher der leichte Vertreter. Sprich, wenn man Ecuador-Deckblatt haben, in der Regel haben wir dann auch keine zu starke Zigarre. Dominikanische Republik, Olor unten drunter. Okay, und jetzt sehen wir schon, wie wichtig dann doch wieder die Tabaksorten sind. Denn beim Oloro wissen wir, aha, Urrebsorte, Urtabaksorte, sehr, sehr leicht, sehr mild, sehr weich, eher zurückhaltend, also auch was Leichtes. Da kann man dann schon mal drauf schließen, okay, ganz so brutal wird es nicht werden. Und in der Einlage haben wir Tabak aus Kolumbien. Kolumbien ist nicht mehr so selten, haben wir mittlerweile in einigen Tabaken verarbeitet, also in einigen Zigarren verarbeitet. Meistens den Ica Mizinga, den Urtabak oder den alten Tabak aus der Gegend. Urtabak nicht, ist ja auch von außen reingekommen. Der Urtabak der AZ-Insel, der Piloto ursprünglich mal gewesen, der sich dann über die Jahrzehnte, Jahrhunderte zu dem angepasst hat, was er heute ist. Nein, wir haben hier einen Corojo.
So, man sieht, zieht. Der Corojo ist die Weiterentwicklung des Criollos, wurde auch auf der schönen AZ-Insel eigentlich entwickelt und ist heute auf der ganzen Welt zu Hause, allerdings in der Urversion nicht mehr wirklich. Der ist mehr oder weniger ausgestorben durch Blauschimmel, das heißt, den Corojo, den wir heute bekommen, ist in der Regel nicht mehr die Urversion. Es sind Weiterentwicklungen und zu den meisten Fällen dann eben mit 94, 97, 98 etc. für die Jahre, wann dann die nächste Weiterentwicklung kam, ausgestattet. Jo, wer also mal was Leichtes, Mildes haben möchte, zum wirklich vernünftigen Preis, diese Seduction, sie ist wieder da. Für alle, die nach und danach gefragt haben, hier ist die Antwort. Seduction. Viel Spaß damit. Lasst es euch gut gehen.